Der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Niedersachsen wird heute 70 Jahre alt. Nun möchte man meinen, so lange Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges kann es doch gar nicht mehr viele Blindgänger geben, die in der Erde schlummern. Es ist aber leider trotzdem so, überall, vor allen Dingen in gewissen Zentren, wo früher die Rüstungsindustrie gewesen ist, da gibt es noch viele, viele Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg und die stellen echte Gefahrenherde dar. Jeder von uns kann sich ausmalen, das ist eine ungeheuer schwierige und auch gefährliche Arbeit. Und ich bin den Angehörigen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sehr, sehr tief dankbar dafür, dass sie bereit sind, ihre Kompetenz immer wieder für diese äußerst schwierige Arbeit zur Verfügung zu stellen und dabei auch eigene Gefahren einzugehen. Herzlichen Dank für diese großartige Arbeit.